Hallo ihr Lieben und willkommen zurück in Kyrat. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erleben wir hoffentlich wieder so einiges. Wir fangen schon mit einem großen Erlebnis an, nämlich fliegen wir mal eine Runde. Setzen uns allerdings noch den Wegpunkt, damit wir wissen, wohin wir fliegen. Zu Longinus müssen wir. Und dann würde ich sagen, geht's ab. Und Wahnsinn, diese Aussicht. Heidewitzka, sieht das super aus. Wir können auch ein bisschen nach vorne uns neigen, werden dann schneller. Und wenn wir uns nach hinten neigen, das Gewicht nach hinten verlagern, werden wir langsamer, aber da können wir umso länger gleiten. Und hier unten, ja, schaut mal, die sehen aus wie Ameisen, die Hirsche. Und das Auto sieht auch nicht bedeutend größer aus. Und wir könnten theoretisch aussteigen, nur weiß ich nicht, ob wir einen Fallschirm haben. Deswegen machen wir das lieber nicht und fliegen auf dem direkten Weg zu Longinus. Das Land sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Der Wald, unheimlich cool. Und da sind wir auch schon wieder da. Und hier passiert schon einiges. Und wir haben den Crash einigermaßen überlebt. Eieiei, wir brauchen unbedingt eine Spritze. Puh, das war knapp. Also daher wären wir sogar fast gestorben. Meine Güte, meine Güte. Oh, oh. Ach, die Kollegen machen nur Schießübungen. Ich hatte schon gedacht, dass es eventuell wieder Feinde wären. Wir schauen noch mal kurz, was wir hier finden können, bevor wir die Mission starten. Wir sehen, hier ist noch eine Granate. Wir haben schon drei Granaten, wir können keine weiteren aufheben. Und eine Lunchbox. Und wir gehen hinein zu Longinus. Willkommen, ich bin Longinus. Und du? Du bist AJ. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5,5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche. Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen. Und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Vanapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier Sabah, sofort. Was ist passiert? Die werden angegriffen. Bleibt weg. Scheiße. Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Okay, also eindeutigen
religiöser Fanatiker. Wir müssen aber schauen, dass wir hier ein Gefährt finden und schnell nach Banapur kommen. Wir haben 6 Minuten Zeit, aber je früher wir da sind, desto besser. Wir müssen ja ein paar Dorfbewohner auch noch retten. Und da haben wir schon die ersten Feinde. Aber machen wir uns mal ab zum Dorf. Wir probieren mal nicht getroffen zu werden. Hoffentlich treffen wir uns bei dieser Geschwindigkeit nicht. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Paganmin, der uns wieder versucht zu beeinflussen. Da haben wir wieder ein paar Leute, aber die sind schon verstorben, denen können wir nicht mehr helfen. Gehen wir lieber zum Dorf. Da gibt es nämlich noch Leute, die wir retten können. Da kamen wir leider ein bisschen noch zu spät an. Paganmin versucht wieder uns zu überzeugen, ihm beizutreten und für ihn zu kämpfen. Aber natürlich wollen wir die armen Dorfbewohner nicht alleine gegen diesen Tyrannen lassen. Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Oh nein. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Da bin ich kurz in der Grafik hängen geblieben. Wir haben ein bisschen Feuer gefangen, aber das geht. Wir haben jetzt aber keine Heilspritzen mehr. Und von hier aus müssen wir zu Fuß weiter. Das sind Verbündete, das sind Dorfbewohner. Und der Helikopter... Das ist ein Gegner. Der wird von einem Gegner gesteuert. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Wir sind jetzt schon im Dorf. Okay, das ist auch ein Gegner. Da können wir uns von hinten anschleichen. Da haben wir noch jemanden. Das ist ein Nahkämpfer. Schauen wir mal. Oh nein. Und wir haben die Frau noch gerettet. Wir haben es geschafft, sie zu retten. Wir durchsuchen den schnell. Wir wollen nicht die Waffe von den Kollegen haben. Wir wollen ihn kurz durchsuchen und dann schnellstmöglich wieder uns weiter an unsere Aufgaben zu machen. Und da haben wir schon die nächsten Soldaten. Wir sind gut gedeckt und vor allem durch den Rauch, da können die uns nicht sehen. Wir können sie aber erahnen. Und jetzt geduckt weitergehen. Wir wollen nämlich auch unser Leben nicht verlieren bei diesem Kampf. Wir schauen kurz um die Ecke, da sind auch schon wieder ein paar Feinde und wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt und von der anderen Seite kommt jemand. Von der anderen Seite kommt jemand. Und wir haben wieder ein bisschen Feuer gefangen. Eieiei. Das passiert aber auch echt schnell. Und das ist zum Glück nur ein Nahkämpfer. Der hat eine Brandbombe dabei und die haben wir scheinbar getroffen. Das ist super. Und hier die Tür, die blinkt. Können wir die aufmachen? Nein, noch aktuell nicht. Und er läuft immer noch auf uns zu. Das war ein qualvoller Tod von ihm. Das war wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft. Und jetzt schauen wir mal. Hier sind wieder einige. Wir klettern nicht, sondern wir bleiben hier stehen. Und wir haben jemanden getroffen. Wir haben jemanden erwischt. Und der nächste. Und er brennt auch. Und ihn haben wir aber sehr früh von seinem Leiden erlöst mit einem Kopfschuss. Und wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen das Dorf retten, zumindest das, was noch davon übrig geblieben ist. Wir sehen hier die gesamten Gebäude krachen gerade ein. Meine Güte, und hier ist schon wieder jemand. Da ist jemand, der an uns vorbeigelaufen ist und den haben wir mit einem Kopfschuss erledigt. Und hier ist noch einer. Aus der Hüfte gefeuert und noch getroffen. Und jetzt der letzte. Oder doch nicht der letzte. Von hinten ist auch noch ein Feind da. Von wo sieht der uns? Tut er scheinbar nicht. Hier ist aber noch jemand. Hier ist auf jeden Fall jemand, den wir auch sehen. Und aus der Hüfte noch wenigstens den Kopfschuss geschafft. Das war sogar noch sehr eng. Und das ist der Helikopter, der uns sieht. Das ist der Helikopter. Und wie wir den bekämpfen sollen, das weiß ich auch nicht genau. Okay, der landet. Er landet. Das sind also keine Schützen auf dem Helikopter. Probieren wir mal eventuell den Piloten zu kriegen. Den Piloten erwischen wir nicht. Eine Granate. Und das war ein Multikill. Jetzt vielleicht noch den Piloten kriegen. Das würde die wahrscheinlich sehr schwächen, wenn die Helikopter verlieren würden. Und da ist noch einer.
Da ist noch einer. Nochmal die Granate rein. Und da ist noch jemand gestorben, wie es aussieht. Wir verbinden unseren Arm. Wir wurden auch natürlich ein bisschen getroffen hier. Vor allem aber haben wir durch das Feuer Schaden erlitten. So auch jetzt. Und hier sind schon wieder ein paar Gegner, sehe ich. Zumindest welche, die mich sehen, aber ich sehe die nicht. Okay, jetzt müssen wir uns aufmachen zu Badra. Dann gehen wir dahin. Und du wirst die Gebäude hier nicht mehr zerstören. Und du auch nicht. Und er sieht auch nicht mehr, wo er hinrennt. Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor, aber es ist auch nur ein Spiel, muss man sagen. In diesem Sinne. Und wir müssen hier einen Weg ins Haus suchen. Wir müssen hier einen Weg ins Haus suchen, um Badra zu retten. Wahrscheinlich kommen wir hier rein. Hier durch die Tür vielleicht. Vielleicht können wir irgendwo hochklettern. Wie kommen wir denn hier rein? Können wir hier hochklettern? Ja, das können wir. Und hier gibt es doch sicher einen Eingang. Und da explodiert ein Fass. Und da kommt noch einer auf uns zugerannt. Eieieiei. Den haben wir aber auch noch bekommen. Aber ich finde keinen Weg ins Haus. Da geht's vielleicht durchs Fenster rein. Wir heilen uns erstmal kurz. Und probieren durchs Fenster reinzugehen. Was nicht ganz funktioniert, müssen wir hier eventuell nochmal hochklettern und dann durchs Dach. Nein, Badra, es funktioniert. Badra, wo bist du? Ist sie hier im Obergeschoss? Es könnte sein, dass sie bewusstlos ist und dass sie deswegen nicht mehr antworten kann, aber schauen wir mal. Und da ist sie. Sie ist bewusstlos, aber war nicht im Erdgeschoss. Ich hoffe, dass wir noch pünktlich angekommen sind. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk. Okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Zurück zum Absender. Mission beendet. Und wir haben Badra retten können. Das war ja nochmal sehr eng. Hier liegt auch noch ein Brief. Erneut ein Brief vom Bethaus. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Leseratte. Seht euch das an. Seht, was Paganin getan hat. Das Dorf ist jetzt eigentlich komplett verwüstet. Schrecklich. Bruder, wir müssen reden. Sabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht und Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des Goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder! Wir lesen uns noch kurz den Brief durch. Den hat Zaballe geschrieben. Für alle, die ihn lesen möchten. Und machen uns auf zum Bergdorf. Aber zuvor müssen wir noch ganz kurz unser Inventar verwalten, denn wir haben wahrscheinlich nochmal Gegenstände aufgesammelt, die wir verkaufen können. Und dadurch müssen wir nochmal unsere Munition nachfüllen. Das wäre jetzt ganz hilfreich. Munition nachfüllen und wir können Sachen verkaufen. Kleine Schnapsflasche, ja, Schnellverkauf, 14.400 bekommen. Das ist super. Der Körperpanzer ist auch noch größtenteils in gutem Zustand, 88%. Eine Heilspritze für den Notfall, die wir jetzt aber noch nicht verwenden. Obwohl wir nur 2 von 3 Lebensbalken haben. Und dann gehen wir mal zu dem Punkt, zu dem uns Zaballe gebeten hat. Und wir nehmen erneut den Gleiter.
Auch wenn er uns beim ersten Mal fast umgebracht hätte. Da ist ein Wegpunkt markiert. Da war ein weißer Pfad zu einem Fahrzeug. Wollen wir lieber doch das Fahrzeug nehmen? Das könnte sein, dass wir dann nämlich sterben. Nehmen wir mal den Jeep. Wir haben bis jetzt Quad schon benutzt, aber noch kein Jeep. Und den Gleiter sind wir ja auch bereits geflogen. So, aber das sollte auch nicht allzu lange dauern, der Weg. Die Musik, muss ich ehrlich zugeben, ist nicht ganz mein Fall. Aber das Spiel soll ja authentisch sein. Die können ja jetzt nicht irgendwelche Popsongs aus aktueller Zeit spielen. Wobei ich glaube, dass so langsam auch ländlichere Regionen, wie zum Beispiel Kyrat, die halt noch sehr traditionell leben, wahrscheinlich auch langsam in neue Trends kommen. Oh, das war ein schwerer Unfall. Das war ein heftiger Einschlag, aber scheinbar ist weder denen noch uns was passiert. Außer, dass die Windschutzscheibe kaputt ist. Das kam aber jetzt überraschend. Puh. Aber es kann passieren und solange nichts Schlimmes passiert, solange es nur dem Fahrzeug passiert, ist es auch nicht allzu schlimm. So, dann schauen wir mal. Wir fahren jetzt auf den Hügel. Rechts sehen wir eine riesen Ansammlung von blauen Wasserpflanzen. Und hier entgehen wir dem Unfall. Wir wollen nicht nochmal so eine Szene haben. Wir müssen die Wachen töten und mindestens zwei Geiseln retten. Dann würde ich sagen, damit die Geiseln nicht direkt umgebracht werden, halten wir das Fahrzeug an und gehen hier leise weiter. Probieren hier mit dem Enterhaken nach oben zu kommen. So werden wir wahrscheinlich kein Aufsehen erregen. So, und steigen weiter. Jetzt ducken. Und jetzt müssen wir die Geiseln wahrscheinlich suchen. Wir holen unsere Kamera mal raus, um zu gucken, wo die Gegner sind. Ich habe da einen Feind gesehen. Da ist einer. Da ist einer, den hatte ich sogar noch gar nicht gesehen. Da hat die Kamera wesentlich bessere Arbeit sogar geleistet. Und hier haben wir kurz einen Schatz. Und einen Bogen. Ein Bogen, der uns jetzt sehr hilfreich ist. Da wir Geiseln befreien müssen. Da ist eine und da ist direkt dahinter jemand. Und mit dem Bogen, können wir Leute lautlos ausschalten. Und wenn wir sie von den Leuten trennen, dann funktioniert das auch. Ich würde mir die Zielvorrichtung bei dem Bogen wünschen, weil das dann besser funktionieren würde. Hinter dem Haus ist noch einer. Und wir schießen und wir treffen ihn. Wir treffen ihn und keiner ist auf ihn aufmerksam geworden. Keiner ist darauf aufmerksam geworden, dass er getroffen wurde. Das ist Glück für uns. Und da ist einer bei der nächsten Geisel, die wir entdecken. Den wir hoffentlich auch erwischen. Der Bogen ist angespannt. Aber ich glaube nicht, dass ich von dieser Entfernung treffen werde. Von daher versuche ich den Pfeil in den Boden zu schießen und aufzusammeln und ein bisschen näher zu kommen. Ein bisschen näher zu kommen und ich glaube, von hier habe ich sehr viel größere Trefferchancen. Wir spannen den Bogen an und nähern uns noch etwas. Solange wir vom Zaun verdeckt sind, sehen uns die anderen auch nicht. Wir sind jetzt ganz nah an der Klippe hier. Nach oben. Und wir haben ihn getroffen. Und auch auf ihn ist niemand aufmerksam geworden. Das war ein guter Treffer. Und hier haben wir die nächste Leiche. Hier haben wir die nächste Leiche. Das heißt, wir können hier direkt zwei befreien. Mit X können wir die losbinden. Wir müssen alle Wachen töten, bevor die Leichen... die Geiseln losbinden. Hier haben wir noch Pfeile.
die wir aufsammeln können. Und wo ist die nächste Wache? Wo ist die nächste Wache? Wir nähern uns jetzt mit gezücktem Bogen. Hier unten war auf jeden Fall noch eine Wache. Und da war einer, der hätte uns fast gesehen, der hätte uns fast entdeckt. Aber zum Glück haben wir uns im letzten Moment noch geduckt. Ich wusste, dass da einer ist. Und jetzt hat er uns aber entdeckt. Jetzt hat er uns entdeckt. Und jetzt bringen wir die Wache um. Wir müssen die Wache umbringen. Wir kommen um die Ecke. Und da ist der andere mit auch mit ins Feuer gelaufen. Zwei Geiseln wurden exekutiert. Das tut mir sehr leid. Wir nehmen das Messer. Wir nehmen das Messer. Und er ist tot. Er ist tot. Und ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Jetzt schnell zu den Geiseln. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um deinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Die Geiselrettung haben wir also auch geschafft. Auch wenn ich gerne 4 gerettet AJ, hätte. Hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht! Wir retten hier noch kurz die Geisel. Wir haben den in den Rücken getroffen. Das war super. Jetzt losbinden. Ja, ich hätte gerne... Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir was. Ich hätte gern alle 4 meine Familie fragt sich bestimmt, wo Geiseln gerettet. Aber das hat leider nicht funktioniert. Und hier haben wir... AJ! Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Ja, da haben wir ein feindliches Lager, da sollten wir nicht lang. Stattdessen holen wir uns hier die Taipire, denn daraus können wir uns etwas bauen. Etwas herstellen und wir haben beide getroffen. Das heißt, wir können beide Pfeile wieder einsammeln und wir können beide Tiere häuten. Es tut mir leid für die Tiere, aber es ist nur ein Spiel. In der Realität würde es mir sehr viel schwieriger fallen. Von daher... ist das auch nicht allzu schlimm. Wir können den Waffengurt nochmal erweitern. Das ist sehr gut. Dafür haben sich die Tapire auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt brauchen wir Honigdachsfell. Aber wir schauen weiter. Kurz in die Beutetasche geblickt. Aber da wollte ich nicht hin. Sondern wir können uns die Fähigkeit Elefantenreiter kaufen. Was ich hoffentlich bald auch nutzen kann. Ja, mit... X gehalten, können wir auf einen Elefanten und dann können wir auf Leute losstürmen und zertrümmern und sie zertrümmern. Und mit dem rechten Stick kann man Gegner zerschmettern und werfen oder andere Elefanten anlocken. Oh, das wird interessant, wenn man später so 10, 15 Elefanten hat, die man dann anlockt. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Hier haben wir das feindliche Lager, das war wo? Das weiß ich nicht mehr genau. Da haben wir auf jeden Fall irgendwelche Raubtiere, wie es aussieht. Nee, das scheinen doch keine Raubtiere zu sein. Das sind Affen? Och nee, nee, die schießen wir nicht ab. Für die haben wir aktuell keine Verwendung.
Und wofür wir keine Verwendung haben, das wird auch nicht abgeschossen. Beziehungsweise, was uns nicht angreift oder wofür wir keine Verwendung haben, das bringen wir nicht um. So, wir laufen jetzt zu dem Punkt, den Amita uns vorgegeben hat. Wir schauen hier, das sind wieder Rothunde, wie es aussieht. Das sind aber Wildtiere. Wir machen einen Bogen um die rum. Und da sehe ich ein Fahrzeug. Das können wir uns schnappen. Ein Quad. Und kommen somit recht zügig zum nächsten Missionspunkt. Oh, und da hat uns sogar noch ein Hund gebissen. Da sind zwei direkt an uns dran gewesen. Und das Quad. Oh, da wären wir fast umgefallen. Eieieiei. Aber wir stehen noch auf allen vier Reifen. Und wir sind vor den Hunden geflüchtet. Das heißt, wir dürften auf jeden Fall jetzt... Oh, oh, da sind die immer noch, da sind die immer noch. Und wir fahren jetzt weiter. Ich gebe jetzt einfach mal Gas. Ich möchte nicht, dass wir so viel durchstehen und dann am Ende von Hunden zu Tode gebissen zu werden. Hier haben wir einen Händler. Da können wir kurz noch unsere gesamte Munition nachfüllen. Na, nee, da müssen wir erstmal unsere Waffe schnappen. Die nehmen wir jetzt mal statt des Jagdbogens. Ach, wir können ja den Bogen aber auch mitnehmen. Das ist ja cool. Wir haben ja jetzt den Waffengurt noch weiter ausgebaut. Dafür waren die Tapire ja da. So, dann nehmen wir den Bogen mit. Wo haben wir den denn? Na, ganz schnell hier. Wo ist der? Da. Ach, der Recurve-Bogen. Bogen. Den gibt es auch noch. Den können wir uns bald holen. Den gab es in Far Cry 3. So, den Bogen können wir aber auch eine Farbe geben. Ursprünglich, nee. Schauen wir mal etwas, was ja doch ein bisschen mehr nach Wald aussieht. Jäger sieht gut aus. Verfolger sieht interessant aus, ist aber zu teuer. So, dann gehen wir mal weiter. Verkaufen. Schnellverkauf. 5500 bekommen wir immerhin. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Und jetzt Reise. Aber ohne weitere Umwege hoffentlich. Direkt zu Amita. Und zur nächsten Hauptmission. Ich sehe, da können wir sogar noch einen schnelleren Weg einschlagen. Wir können uns hier nämlich herunterseilen mit der Seilrutsche. Das ist aber auch sehr, sehr cool gemacht. Das sieht wirklich sehr cool aus. Och, und hier haben wir einen Außenposten. Und den müssen wir erobern. Das wäre jetzt gut gewesen. Das ist jetzt... Ja, dafür ist der Bogen super. Ach, ich sehe, wir haben sogar noch einen Elefanten. Wir haben einen Elefanten und wir können unsere Elefantenreiterfähigkeit auch tatsächlich verwenden. Och nee, da ist bereits ein... Och nee, den Elefanten, den haben die umgebracht. Okay, das werden die auf jeden Fall büßen. Wir schleichen uns hier an. Und setzen uns auf den Elefanten auf. Und los geht's. Wir stürmen den Außenposten. Und es gibt keinen Halt mehr. Die haben keine Chance. Die haben keine Chance. So sehr sie auch Verstärkung rufen wollen. Wir können mit dem Bogen noch schießen. Wir treffen nicht. Aber der Elefant, der erledigt das. Och, und da kommt auch noch Verstärkung jetzt. Und eine Granate. Damit dürften wir beide Fahrzeuge jetzt sogar kaputt kriegen. Nee, doch nicht. Doch nicht. Da war der Radius zu klein. Aber jetzt haben wir beide Fahrzeuge gekriegt. Oh, wow, wow. Und wir haben den Außenposten auch ordentlich leider zerlegt. Uiuiui. Das war ja mal eine riesige Explosion. Puh. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ, aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke, ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es, Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ.
Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Pagan Min zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Und damit hätten wir auch den ersten Akt beendet. Die Urne seiner Mutter hat AJ auch noch dabei. Ein neuer Erfolg. Willkommen in Kyrat. Wir können ab jetzt im Koop-Modus spielen. Und dann würde ich ja gleich sagen, wir haben heute einiges geschafft. Wir sind heute erstmals auf einem Elefant geritten. Wir haben heute einen Außenposten befreit. Zwei Geiseln gerettet und das Dorf Banapur. Zumindest das, was davon noch übrig blieb. Das war ein sehr, sehr anstrengender Tag für den guten AJ. Dann würde ich mal sagen, gönnen wir ihm eine Pause. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und wünsche euch noch eine gute Zeit. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn wir Kyrat langsam aus Pagan Mins Händen befreien. Bis zum nächsten Mal.